Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replay Cast 1660. Wir sind im Winners Match der Gruppe H. Wir haben da koreanisches Matchup, nämlich der Sorgenrot DRG gegen den Protoss in Blau. Das hier ist Stats. Im Africa Freaks. DRG ist teamlos aktuell. Wir starten auf Chaganetha. Und wie man sieht, wir hatten einen üblichen Opener. Es ist keine Einheit bisher eingegangen. Wir haben Adepts, die hier gebunkert werden. Interessanterweise war nicht sofort losgeschickt. Und da kommt ein Void Ray. Das macht sich dann auf die Suche nach Overlords. Ist aber nicht so einfach, denn der Overlord hier dreht sogar schon ab. DRG hat da nicht so viel Interesse daran, da weiter nachzuscouten, sondern er versucht, seine Overlords zu retten. Und bisher fliegt den jetzt hier still und heimlich außen herum. Das ist ein langer Weg, den der Overlord da vor sich hat. Die Basis wurde hier zuerst gebaut, weil eine Probe hier genervt hat. Entsprechend wird die Natural nachgebaut. Und die Queens sammeln sich hier schon. Kommen mehr McQueens mit dazu. Die Adepts währenddessen sagen mal kurz Hallo beim Zerg. Waren aber frühzeitig gescoutet von dem Ding. Und zumindest weiß DRG, dass das auf ihn zukommt. Void Ray ist am Suchen. Bisher hat es nichts gefunden. Und mal sehen, ob die Adepts sich ihren Teleport trauen. Nein, tun sie nicht. Wir lassen das. Warten auf die nächste Runde. Also bisher nicht sehr ereignisreich, die ganze Geschichte. Es ist jetzt gab es einen Cancel und einen Link? Es gab einen Link, der gesniped wurde, also ja. Kaum der Rede wert. Dafür dritte Basis unterwegs und die dritte Basis wird auch fertig werden. Bisher wenig Gefahr für die Basis, einfach 9 Linge jetzt noch auf dem Feld und 5 Queens. Hier allerdings wurde der erste Overlord zerlasert. Und was wir sehen, ist Resonating Glaives aus dem Teil der Council. Also Stats hat Bock auf Adepts, möchte mit denen das Game bestreiten. Resonating Glaives dem Gegner auf die Nerven gehen und vielleicht, ja, viele Drones rausnehmen. Es ist ein Roachworn unterwegs. Aber das ist für die Adepts trotzdem nicht so schlimm, weil die können versuchen, um die Roaches herum zu tanzen. Das ist möglich, bis zu einem gewissen Maße, wenn man eine ordentliche Menge an Roaches da sind, wird das eher kompliziert. Wir sind hier, das Beutel findet ein ziemlich gutes Opening. Die Queens sind bei weitem nicht nah genug dran, um den Overlord zu safen. Transfuse kommt da auch keiner. War einfach keiner in Reichweite. Und damit das Beutel verliert wenig Hitpoints, snipt dafür einen Overlord erfolgreich. Und als nächstes kommen dann eben die Adepts mit rüber. Und ich glaube, DRG, er hat schon eine Weile nicht mehr gescoutet. Also er hat nicht wirklich gute Infos, was da eigentlich gerade abgeht auf der Protoss-Seite. Und da kommt die Masse an Adepts. Die Linge sehen das jetzt hier vorne. Wollen den einen Adept noch haben? Kriegen sie den? Nein, sie kriegen den nicht mehr. Die Adepts gehen jetzt selber vorwärts. Das heißt, die ganzen Linge wurden gerade schon rausgekommen. Das heißt einmal Krisenverteidigung für DRG. Dein Adept mega angeschlagen vorne. Sollte sie vielleicht noch einen Ticken zurückziehen. Aber jetzt ist Resonating Glaives da. Und jetzt soll es vorwärts gehen. Und die Einheiten von Zerg sind erst noch unterwegs. Das könnte richtig bitter werden für Dongregu. Stats stellt aber seine Adepts tatsächlich gebündelt auf. Er möchte hier den Fight, verliert den ersten Adept, der angeschlagen war. Aber der Fight gegen die Queens ist nicht so einfach. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, weiterzugehen in Richtung Drones. Das wird jetzt versucht. Jetzt spawnen natürlich nach und nach die Roaches und die Linge. Ah, wieder der Shade gecancelt. Also Stats hat keinen Bock, das voll durchzuziehen. Er hat keinen Bock, da voll reinzupushen, sondern er sucht nach Openings. Kriegt hier mal eine Queen beschädigt, aber die wird schon used. Jetzt Teleport Richtung Mainbase. Jetzt haben wir natürlich deutlich mehr Sorgenheiten da. Jetzt wird der Teleport durchgezogen. Jetzt haben wir deutlich mehr Linge da. Und die Linge surrounden hier Stück für Stück. Die Adepts wurden ein bisschen erst abgespalten an die dritte Basis. Aber da sind die Queens in der Sonne Spinecrawler. Die Adepts sind dessen, hier, das sieht man, das komplett surrounded von den Roaches, totgekotzt. Da bleibt von den Adepts absolut nichts übrig. Da war Stats, glaube ich, einfach ein bisschen. Hat er ein bisschen zu viel gezögert. Da hätte er einfach direkt auf die Gelegenheit springen müssen, weil so hatte DRG genügend Zeit, um Einheiten rauszupumpen und konnte das dann alles aufhalten. Jetzt natürlich sieht es schlecht aus für Stats, weil er hat mit 10 Adepts absolut keinen Schaden gemacht. Er ist ein bisschen noch in die Economy vorne, aber er hat 12 Adepts verloren, er hat 29 Linge und 3 Drones gekillt. Das ist es nicht wert. Man sieht, der Zerg rennt gerade allen Ecken über die Map. DRG sucht, ob es da noch einen Pylon gibt. Es gibt noch eine Runde an Adepts, die sich vor der dritten Basis hier aufstellt. Aber da ist ein Spinecrawler, der kann ein bisschen helfen. Und eben hier gibt es einen Counterattack mit Queens, mit Ravage. Und das muss jetzt Stats erstmal überleben, weil er hat hier halt nicht so viel dahinter. Er hat hier einen Immortal, an dem hängt sehr, sehr viel. Und ein Void Ray. Schildbatterie ist damit dabei, aber Crossy weiß natürlich möglich, dass die Schildbatterie ist da das erste Ziel, wie man sieht. Und wird auch sofort rausgenommen. Da ist eine Kennels auch noch mit dabei. Also die dritte Basis, die dritte könnte einfach easy überrannt werden. Aber ich glaube, DRG möchte einfach das Game beenden. Das wäre so seine Hoffnung. Der Spinecrawler versucht sein Bestes, um die Drones am Leben zu halten. Hat aber bisher nicht so viel Erfolg. Jetzt wurde die dritte gefunden. Er wird ein bisschen gekämpft mit ein paar Lingen. Die Queens sind dessen spucken auf die Wall. Die Ravager sind sich nicht so ganz. Was macht die Ravager hier? Okay, die Ravager wurden kurz zurückgezogen. Es sind jetzt einige Drones gestorben, weil die Adepts doch gut gewütet haben. Adepts wurden jetzt allerdings komplett geklärt und auch die dritte Basis von Protoss leidet natürlich gerade. Wenn das mit den Netzschlau weiter belagert, Cybernetics Calls, sondern immerhin ist jetzt ein zweiter Mortal da. Aber was hier fehlt, ist eine Schildbatterie. Es ist eine weiter außen, nicht sicher, ob man die nachladen kann. Das werden wir gleich merken. Erstmal Crossbice regnen rein. Das Void Ray geht hier drauf. Die Immortals versuchen ihr Bestes, die kennen.
Defender da ein bisschen gegen die Länge. Forstlitz kommen dann damit zu Close Files auf den Pylon. Die Robo produziert, was das Zeug hat. Und da ist jetzt hinten, ja, Schildbert, die Overcharge ist weit, weit hinten, aber nicht wirklich in Reichweite von den Einheiten. Bringt also nicht allzu viel. Close Files auf den nächsten Pylon. Die Forge geht gleich down. Die Wall leidet immer noch und die Archie lässt sich nicht locker. Aber ist ein Supply nicht arg weit vorne, muss man ehrlich sagen. Und die dritte Basis zum Bonus lebt auch noch. Ich glaube, die Archie hat sich da selber verrannt. Also beide hier nicht mit unbedingt dem optimalen Moves hier. Die Adaption setzt zu zögerlich und jetzt der Push von DRG vielleicht ein bisschen zu stur die Natural rein. Die Forge lebt sogar noch und die dritte lebt halt immer noch. Hat sich die ganzen Probes zwar rausgenommen, aber natürlich auch einige Drones verloren. Also insgesamt Stats mit dem Mining-Vorteil. Ich versuche jetzt hier nachzusetzen mit den Lingen und den Leveragern, dass man die Basis zumindest killen kann, damit die eben kein Problem mehr ist. Die flitzt auch schnell Hitpoints, aber die Protoss-Army ist da. Die Protoss-Army hält das. Das ist gerade schlechter geworden für Dongregu. Also das Spiel geht hin und her auf jeden Fall. Jetzt nehme ich 4 Mortals da und versuche mal mit den paar Ravagern gegen 4 Mortals zu bestehen. Die räumen das halt easy weg. Da kommt jetzt ein Warpress mit dazu. Ich jetzt kann gleich den ganzen Spaß wieder umdrehen. Kann einen Konter pushen. Ein Observer kommt dann noch, dass man den Creepspad auch los wird. Da ist einiges auf dem Feld. Und natürlich Queens haben auch mächtig gelitten. Nur noch 3 Queens auf dem Feld. Also, DRG versucht es mit dem Lingdron bei, er versucht irgendwie diese Basis loszugehen. Notfalls könnte man noch die Schildbatterie auf den Nexus zünden, um den aufzuladen. Ja, das macht es jetzt auch sogar mit Schildbatterie Overcharge. An der Nexus wird Comet Points. Die Schildbatterie soll als erstes fallen. Aber die Protoss Army ist jetzt committed. Die möchte einfach selber jetzt das Spiel beenden. Also, es wird nochmal spannend. Die dritte, sie lebt noch. Die dritte Basis lebt mit 30 KP. Die Protoss Army steht vor der Haustür. Jetzt ist DRG dran, verhofft, dass er hier den Push überlebt. Er rennt die Linge dann gleich mit rein. Problem ist aber, vorne verliert bereits den Swinecrawler. Die Ravager gehen darauf. Jetzt rennen die Linge mit rein. Wollen die Immortals im besten Fall surrounden. Forcefields kommen wir dazu. Close Base gehen ein bisschen in die Protoss-Einheiten rein. Und ja, die Protoss-Army versucht ihr Bestes, um sich hier durchzukämpfen. Blick ist drauf auf den Stalkern. Es leben nur noch 2 Immortals. Das Warpus kann jetzt aber helfen. Und Siphon reicht die Army hier fürs Letzte. Supply ist auf beiden Seiten schon ordentlich gedroppt. Stalker blinkt aggressiv rein. Es werden weniger Einheiten auf beiden Seiten. Die Drones fighten mal kurz mit. 56 zu 41 ist der Worker-Count. Die dritte Basis von Protoss läuft halt nicht, weil die Props sind weit weggefahren. Und die dritte, ja, würde eigentlich noch leben. Aber es geht hier einfach darum, irgendwie das Game zu gewinnen mit den Einheiten, die man hat. Die Immortals geben ihr Bestes, aber der erste Immortal ist schon nochmal down. Nur noch ein einziger Immortal. Übrigens sieht gerade nicht so aus, ob die Protoss-Army hier reicht. Die Linge tatsächlich haben genug geholfen. Die Stalker werden zerlegt und von der Protoss-Army ist kaum noch was übrig. Stats kriegt nicht die Einheiten ran, um den Fight zu gewinnen. Und damit hat er nicht genug, um das Match zu gewinnen. Und damit ist es das GG und das 1-0 für Dongregu. Also es ist ein bisschen wildes und her zwischen den beiden in der Auftakt-Map. Die Adepts zuerst, dann der Attack mit den Queens und den Ravagern und dann nochmal der Attack mit der Protoss-Army. Die dritte Basis irgendwie lebt tatsächlich immer noch. Sie hat die ganze Situation überstanden. Das 1-0 geht hier an den Zerg. Map Nummer 2, Oxide. Da rennen ein paar Linge durch die Gegend. Das ist ein Void da, das hat sich auch bereits in Scouting-Ovi vorne gestappt. Das ist keine weitere Overload mehr so weit vorne auf der Map. Auch hier wieder die dritte vor der Natural. Aber das pendelt sich ein. Nochmal Stargate. Weitere Void-Reproduktion hier für Stats. Und DRG schickt seine Queens Richtung Natural. Weiß natürlich vom Stargate, von den Lufteinheiten. Und hofft, dass er da alles absichert kann von seinem Gebiet. Es kommt ein Roach Warren ein weiteres Mal. Und es sind ein paar Linge noch unterwegs. Und die finden hier den Weg an den Adept dran. Aber die trauen sich nicht dazu fighten. Wäre auch nicht so einfach möglich. Da kommt gerade noch das Reute zurückgeflogen. Das Oracle fliegt über Zerg-Gebiet, hat bisher einen Kill gesammelt. Will hier noch mehr an der dritten. Da ist ein Spore-Crawler. Und somit, es bleibt bei einem Kill. Das Oracle verliert ein gutes Stück an Hitpoints. Nicht mehr viel übrig mit 35. Stats hat seine dritte Basis unterwegs und versucht es eben jetzt hier mit dieser Void-Reproduktion. Mal sehen, wie viele es werden. Normalerweise sieht man eben 4 bis 6. Und dann weiter eine Ground-Armee. Wir sehen dann schon die Robo, die da dazukommt. Es kommt auch eine Schildbatterie hier für alle Fälle. Und da wollen die Linge auch nochmal Hallo sagen. Da ist nach wie vor dieser eine Adept drin. Und die Void Rays halten aber alles. Damit weiß aber auch die HG, okay, es gab weitere Void Rays. Ist auf jeden Fall etwas, was der Protoss Geld rein investiert hat. Leertag jetzt halb durch und mehr Queens unterwegs. Und da gibt es einmal kurz einen Stasis-Wort, der aber nicht viel erreicht. Es kann gut sein, dass die HG einfach einen Roach-Queen-Attack macht. Er baut fleißig weiter Queens. Und ja, kann gerade nur 2 bauen, weil eben Leertag unterwegs ist. Wenn die Hedge gerade morpht, dann kann keine Queen gebaut werden. Ja, da ist es auch. Da ist der Push. Creep Highway ist da. Queens marschieren bereits nach vorne. Die Voidisten währenddessen an der Natural. Also die verpassen sich ein wenig. Und das könnte den Base-Trade hervorrufen. Nein, die Zerg-Army wandert nach hinten. Erstmal die Linge versuchen sich hier irgendwas zu kümmern. Haben aber nicht so viel Erfolg. Die Roach versucht sich damit einzumischen, aber Schildbatterie nervt.
Und die Queens kommen jetzt einfach nach Hause, um der Verteidigung zu helfen. Natürlich hier die Voidies, die sind trotzdem gefährlich. Es sind einige Drones draufgegangen. Die Voidies müssen aber jetzt aufpassen, dass nicht in den Queens draufgehen. Das sind sehr viele Queens und da ist auch Energie dafür schon zu Usus. Erstes Voidie wird bereits runtergefokust. Währenddessen der Fight um die dritte Basis sieht auch nicht gut aus. Weitere Voidies ist Sunday besser, aber der nächste wird einfach runtergefokust. Dieses Mal soll die dritte Basis wohl fallen. Wird die Basis fallen, ist die Frage. Die Voidies ist Sunday besser. Lasern mit Absicht zuerst die Roaches raus, weil sie gegen die Bonus-Damage machen. Da geht es ein bisschen schneller, aber der Nexus überlebt nicht. Der Recoil wurde da gezündet, aber kam nicht durch, weil der Nexus gestorben ist. Es gibt eine Robotics Bay, es gibt mehr Void Rays auf Stats-Seite, aber die AG hat bereits da schon erfolgreichen Snipe durchgezogen. Hat da auch ordentlich getradet, hat jetzt nicht übermäßig viel verloren an der Aktion. Die Void Rays versuchen es nochmal in der Natural. Da ist eine Queen gerade, da geht nochmal zwei Drones drauf. 60 zu 58 Worker Spire jetzt unterwegs und Stats hat da, nein, jeden Fall noch nicht. Oracle währenddessen fliegt noch hier weiter durch die Gegend, hat aber auch keine Kills. Also für Stats, er muss seine dritte Basis halt komplett neu starten, das nervt. Es ist auch sehr viel Zeit, die da einfach dabei drauf geht. Der Nexus dauert halt doch über eine Minute. Währenddessen wird hier nochmal ein Weg frei gemacht. Der Spire wird der nächste interessante Punkt, denn dann könnte es hier Mutas oder Corruptor gegen die Void Rays geben. Wobei die Void Rays jetzt schon mit den Queens ein bisschen Ärger kriegen. Da wird nochmal die Queen angegangen, ist dann schon Zeus da. Schon Zeus ist da, schon Zeus wurde genutzt. Und die Void Rays daraufhin haben keinen Bock mehr zu fighten. Sind halt hier auch nur zu dritt. Es sind 7 Void Rays da. Der meiste Haufen ist aber zu Hause und versucht sich erstmal um den Creep zu kümmern, der sich ziemlich massiv schon ausgebreitet hat. Und da kommt jetzt auch noch mehr Sorg angelaufen. Da rennen die Linge. Da kommen mehr Queens angestürmt. Die haben natürlich keinen Bock, dass der Creep hier rausgenommen wird. Und die Queens wollen da ihre Meinung mal dazu mitteilen, was sie davon halten, dass die Voidies hier sich versuchen, den Creep zu kümmern. Und da wird auch sofort ein bisschen was nachgesetzt. Währenddessen gibt es oben nochmal den Fight mit den Voidies. Der Sportfall alleine versucht sein Bestes, aber er ist nicht genug. Ein Voidie hat nochmal Schaden genommen. Aber hier wird wieder das Gas rausgelasert. Also Stats nimmt relativ sicheren Schaden. Versucht sie nicht zu tief ins Sorggebiet zu begeben, aus Angst, dass die Queen ihn da abfangen. Aber jetzt kommen gleich 9 Mutas und die drei Void Rays werden ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Recall sollte aber ready sein. Nein, oh, Recall immer noch nicht ready. Ich habe kein wirkliches Gefühl dafür, wie lang der Cooldown für Recall ist. Ja, die Void Rays auf jeden Fall ziehen sich schon so zurück und das ist auch die richtige Entscheidung, denn die Mutas würden da ziemlich easy aufräumen. Das Oracle hat es auch gerade in den Queens zerrissen. Das wollte eigentlich da reinfliegen, hatte keinen Erfolg. Die Void Rays hängen jetzt in der Mitte ab, nehmen nochmal einen Ravager raus. Es sind einige Void Rays hier, 7 Stück. Es sind 9 Mutas gebaut worden. Die versuchen haben, die Void Rays zu umgehen und in die Main Base zu fliegen. Da kommt gerade eine Cannon, um abzusichern. Da kommen auch Schildpatrinen. Also dazwischen hat Stats. Nein, er hat noch nicht die Spire-Info. Aber er weiß es jetzt. Weil jetzt sind die Mutas direkt in seiner Base. Jetzt wurden auch doppelt Phoenix, aber das er hat schon mitbekommen. Er hat irgendwo die Mutas fliegen sehen. Und verliert trotzdem mal die ersten paar Probes. Und DRG gibt jetzt das Wrestling-Game ein bisschen zurück. 80 zu 60 Worker aktuell. Die Phoenix versuchen ihr Bestes. Phoenix aber nur zum zweites noch ein bisschen weniger, weil die Mutas natürlich sind kein Rieseninvestment, muss man sagen. Es sind 9 Mutalisken. Bisher jetzt noch 8. Das ist jetzt nicht der größte Haufen an Mutas. Es wird auch. Ja, mit anderen Sachen weitergebaut. Da kommen Hydras, da kommen Bane-Dinge. Also die Zerg-Army wird umgestellt und dann haben die Phoenixe nicht mehr allzu viel Spaß. Da gegen 15 Hydras machen die Phoenixe nicht viel. Die Disruptor könnten wichtig werden gegen die Hydra-Bane-Ding-Kombo. Die Voidies treffen die gleich nochmal auf die Queens. Stus kann genutzt werden. Die Mutas kommen aber dazu. Die Voidies müssen hier auch ein bisschen aufpassen. Und haben hier einen Heimathafen mit Cannons und Schildbatterien. Trotzdem, die Archi möchte da weiter Druck aufbauen. Da kommt nämlich die Army. Klar, seine Economy läuft halt auch schon ordentlich mit 82 Drones. Er hat economy-technisch nicht mehr so viel, was er tun kann. Man könnte jetzt eine 5. Basis nehmen und Richtung 100 Drones gehen, aber das möchte er nicht. Er möchte mehr Einheiten haben. Und macht auch die Upgrades dafür. Die Mutas währenddessen hier und hier auch noch ein bisschen Ablenkung. Ja, das sammelt sich hier die eigentliche Army, denn die Hydras sind am Start mit Range-Upgrade. Die Warriors sind weit vorne, die Disruptors sind das Hauptziel. Disruptor hauen aber ordentlich rein. Da geht ein großer Teil in Hydras drauf, aber da sind noch einige mehr da. Die Phoenix kommen jetzt wieder so die Queenspuck mit drauf. Die Disruptors sind jetzt weg. Das heißt, es ist einfach eine Flut, die hier einfällt. Es sind nur noch Lufteinheiten da auf der Brotos. Jetzt kommen nochmal Adepts mit dazu. Trotzdem, das. Okay, da wird. Also mein Ling angespuckt, aber ist okay, der lebt. Die Rocks werden hier angegangen. Immerhin ist Air Weapons 1 gleich da. Problem ist, es sind 11 Hydras und 10 Queens gegen die ganzen Lufteinheiten. Und da ist noch lange kein Storm ready. Das heißt, die Phoenix und Voidies haben eine riesengroße Arbeit vor. Sie zu kommen wie Linge und Bane, die einfach nur alles hier zerstören wollen. In der Zeit, währenddessen die Voidies mit den Hydras und den Mutas beschäftigt sind und den Queens. Und der Fight geht jetzt hier los. Wie man sieht, die Schildbatterie gibt da ihr Bestes. Die Linge werden weniger und die Linge werden aufgehalten. Die Sorgami pusht aber trotzdem weiter ran. Der Ball hier an Hydras und Queens schiebt sich weiter nach vorne. Die Zells werden rausgefokust. Jetzt nochmal Lift auf die Queen. Es sind 7 Phoenix, es sind 5 Voidies, es ist ein Adept mit dabei. Die Cannon versuchen mal Bestes. Der Bane wird rausgenommen. Und es rennen ein paar Sorg-Einheiten in die Netz. Ein paar Linge versuchen sich da rein zu schleichen, aber der Hauptball bewegt sich immer noch Richtung dritte Basis, versucht hier den Fight zu finishen, versucht sich hier durch die Void Rays durchzuspucken und da gehen auch Void Rays drauf, nur noch 2 Void Rays, die Phoenix dann einfach so ziemlich ignoriert,
Die paar Linge machen wirklich nichts an den Natural. Jetzt gehen die Probes down an der dritten Basis. Die können jetzt den Offender, keinen Pfeiler mehr mit dabei. Und Seth sieht sich nicht in Lage, das halten zu können. Hat halt auch, ja, einfach nicht den Splash-Damage. Storm wäre schön gewesen, aber er ist halt immer noch weiter davon weg. Und die Disruptor hatte vorne im Fight verloren. Und damit hat er einfach keine Waffe mehr dagegen, gegen die Masse an Zerg, die da angerückt kommt. Hätte die Disruptor irgendwie am Leben halten können für eine zweite Runde an Kugeln, denke ich, dann wäre damit fertig geworden mit der Zerg-Armee. Bis so ist es das GG von Stats und damit das zweite nur für DRG, der sich hier sehr erfolgreich durch seine Gruppe durchkämpft. Das muss man ihm lassen. Und das ist dann von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.